Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, stellen Sie sich bitte vor, wir haben das Jahr 2018. Wir sind also 2 Jahre weiter. Herr Reinhardt, C wie Zukunft, da sind Sie Spitze drin. Darum geht es jetzt nicht, sondern um das, was ich jetzt sage. 2018, das Netz der staatlichen Schulen ist fast aufgelöst. Ihre Kinder und Enkelkinder können nicht mehr verlässlich an einer Schule angemeldet werden, denn die örtlichen Zuständigkeiten sind aufgehoben. Die Kreise und kreisfreien Städten können ihren ÖPNV nicht mehr steuern. Schulentwicklungspläne gehören der Vergangenheit an. Und ob die Schule Ihres Kindes länger als 1 Jahr Bestand hat, wüssten Sie bei der Einschulung dann auch nicht mehr. Welche und wie viele öffentliche Schulen es gegenwärtig und künftig gibt, steht in den Sternen, denn auch die Schuleinzugsbereiche sind futsch. Die meisten Kinder besuchen allerdings eine Schule in freier Trägerschaft, die sich inzwischen in Klein-Kleckersdorf, in Kleckersdorf-Ausbau und in Kleckersdorf-Meierei gegründet haben. Und die Eltern erhalten für jedes Kind, das eine freie Schule besucht, 150 Euro im Monat Schulgeld. Allerdings sind dann das Landeskriminalamt und der Landesrechnungshof in der Spur und fühlen dem Bildungs- und dem Finanzministerium wegen der Verschwendung von Steuermitteln auf den Zahn. So würde die Schullandschaft in Mecklenburg-Vorpommern aussehen, wenn dieser Antrag heute angenommen werden würde. Das glaube ich allerdings nicht. Ja, es gibt immer einen Klassenclown. Das glaube ich allerdings nicht, da in diesem Antrag kein Adressat zu finden ist, der all die genannten Forderungen erfüllen soll. Und ich glaube auch, dass kein Kreis, keine kreisfreie Stadt und keine Landesregierung dazu bereit ist, diese Forderungen umzusetzen. Sehr geehrte Damen und Herren, nun zu den einzelnen inhaltlichen Punkten des Antrages. Römisch 1 des Antrages stützt sich auf die Gutachten, deren Grenzen bereits in der vergangenen Landtagssitzung für eine lebhafte Diskussion sorgten. Um aber nochmal diese Gutachten, die lediglich für den Landkreis Vorpommern-Rügen erstellt worden sind, ins Gedächtnis zu rufen, möchte ich dann doch eine Episode daraus erwähnen. Es geht hier um die Einhaltung der Fahrzeit von 40 Minuten von Haustür zu Schultür für die Grundschüler. Die Gutachter betonen, dass bei 79% der untersuchten Strecken die Fahrzeit der Schülerinnen und Schüler bei 30 Minuten liegt und dies sei, ich zitiere, nahe an der Obergrenze von 40 Minuten. Ende des Zitats. Wenn also die Fahrzeit mit 10 Minuten unterschritten wird, liegt man nahe an der Obergrenze. Nein, dann liegt man genau 25% darunter. Aber die Autoren machen selbst für diese relativ kurze und überhaupt nicht kritikwürdige Fahrzeit Verbesserungsvorschläge, die zu einer Verringerung der Fahrzeit von 30 auf 28 Minuten, also 2 Minuten weniger, führen. Das steht in dem Gutachten. Das nenne ich dann effizient und auch einen wirklichen Verbesserungsvorschlag. Römisch 2 bringt im ersten Punkt nicht nur, nein, geht nicht um Durchschnittswerte, nicht nur mehrere Zuständigkeiten durcheinander, sondern vermischt den Rechtsanspruch der Eltern auf Beschulung ihres Kindes an einer öffentlichen Schule mit dem Recht von Eltern, eine Schule in freier Trägerschaft wählen zu können. Für die Erfüllung der Schulpflicht ist der Staat aber nur verpflichtet, staatliche Schulen vorzuhalten. Allein dafür ist der Staat verantwortlich und so soll es auch bleiben. Denn dieser Rechtsanspruch ist normiert. Der Schulweg ist ebenfalls normiert. Und der Maßstab dafür ist, dass er zumutbar ist. Zumutbar ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Und hierzu gibt es mehrere Urteile, die alle im Einzelfall entscheiden, was zumutbar für den jeweiligen Schüler ist. Dazu zählt nämlich nicht nur die Schulwegdauer, sondern auch, ob die Straßen befestigt sind, ob es Fußwege gibt, ob Beleuchtungen vorhanden sind, ob es einsehbare oder nicht einsehbare Kreuzungen gibt.
ob es kurvenreiche Straßen gibt. Das zählt alles dazu. Das ist bis jetzt Aufgabe der Kreise und so soll es auch bleiben. Denn diese eben genannten Besonderheiten bedürfen gegenwärtig und auch künftig einer Einzelfallentscheidung. Die weiteren Forderungen dieses Punktes würden das Szenario, das ich zu Beginn schilderte, Realität werden lassen. Keine Schuleinzugsbereiche, keine örtlich zuständigen Schulen, keine Schulentwicklungsplanung, keine Steuerung des ÖPNV. Sehr geehrte Damen und Herren, dem zweiten und der Punkt von Römisch 2, Schulstandorte sichern, könnten wir sofort zustimmen. Allerdings nur dem Unterpunkt des Unterpunktes A, des Unterpunktes 2 unter dem Punkt Römisch 2. Dort heißt es, ich zitiere, zur Sicherung der Schulstandorte werden die Schülermindestzahlen in den Eingangsklassen folgendermaßen gesenkt, Grundschule von 20 auf 15 Schülerinnen und Schüler. Ende des Zitats. So steht es also im Text dieses Antrages vom 25. Mai 2016. Bereits am 4. Januar 2016 konnte man bei NDR 1 Radio MV hören und lesen, ich zitiere, Mecklenburg-Vorpommern kämpft weiterhin mit den Folgen des Geburtenknicks. Fast jede dritte Grundschule im Land bringt nicht die nötige Schülerzahl in den Eingangsklassen auf. Das geht aus einer Antwort des Bildungsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Das heißt, an Einzelstandorten kommen oft nicht die an sich nötigen 20 Schüler zusammen, um überhaupt eine erste Klasse aufzumachen. Wir fürchten um den Bestand vieler kleinerer Schulen, vor allem auf dem Land. Die Vorgaben für die Mindestschülerzahlen müssen dringend gesenkt werden. Von 20 auf 15 fordert Oldenburg. Ende des Zitats. Sie können jetzt sicher nachvollziehen, dass ich die Forderung meiner Fraktion, die wir bereits vor einem halben Jahr veröffentlicht haben, gut finde. Was ich nicht gut finde, ist das Bedienen an Vorschlägen anderer, die man sich dann ungefragt zu eigen macht. Gern hätte meine Fraktion ihrer eigenen Forderung zugestimmt, aber leider ist es nicht möglich, die klitzekleinen Kuller eines Unterunterpunktes abzustimmen. Denn auch mit den nächsten Kullerchen können wir uns nicht anfreunden. Keine der in meiner kleinen Anfrage aufgeführten Gesamtschulen und auch kein Gymnasium hat weder in der Vergangenheit noch künftig Sorgen, die Schülerzahlen für die Klassenstufe 7 zu erreichen. Sie liegen weit darüber. Deshalb ist es unserer Ansicht nach nicht notwendig, hier die Mindestschülerzahlen abzusenken. Der dritte Unterpunkt des Antrages, Schülerbeförderung optimieren, verlangt teilweise etwas, was bereits gang und gäbe ist. Die Landkreise und kreisfreien Städte sollen sich bei der Schülerbeförderung abstimmen und dazu soll das Land sie verpflichten. Bereits heute erfüllen die Planungsträger den Paragraphen 107 des Schulgesetzes. Benachbarte Kreise sprechen sich im Rahmen der Schulentwicklungsplanung und der Schülerbeförderung ab, so wie es im Schulgesetz steht. Allerdings nur die, die auch benachbart sind. Denn der Landkreis Nordwestmecklenburg muss sich nicht mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald absprechen, da zwischen ihnen keine Schülerbeförderung optimiert werden kann. Für die Reduzierung der Wegezeiten, also mehr Angebote oder andere Angebote zu den Schulen vorzuhalten, dafür ist nicht das Land zuständig, sondern der Kreis. Das wird auch gemacht und das nennt sich freigestellter Schülerverkehr. Der nächste Punkt des Antrages sieht die Anbindung von Radwegen an die Schulen innerhalb eines Schuleinzugsbereiches vor. Diese Schuleinzugsbereiche haben Sie ja aber im Antrag vorher schon weggebügelt, die gibt es ja gar nicht mehr, weil ja sämtliche Planungsgrößen durch diesen Antrag abgeschafft werden. Selbstverständlich benötigt Mecklenburg-Vorpommern ein noch besseres Radwegenetz. Aber zum einen kann dies nicht durch ein einziges Merkmal der Erreichbarkeit der Schulen entwickelt werden und zum anderen muss man zum Beispiel auch zwischen straßenbegleitenden Radwegen, also entlang der Bundes- und Landesstraßen, für die das Land zuständig ist, und touristischen Radwegen, für die die Kommunen ihre Priorität setzen, unterscheiden. Wir brauchen kommunale Radwegekonzepte, aber diese zu erstellen, ist Aufgabe der Kommunen. Das gehört zur kommunalen Selbstverwaltung und man muss es auch schon deshalb in der Hand der Kommune lassen, weil zum Beispiel die Unterhaltung eines 5 Kilometer langen Radweges in einem Zeitraum von 20 Jahren 1 Million Euro kostet. Also müssen die Kommunen entscheiden, wozu sie finanziell in der Lage sind,
eine Million Euro für Radwege oder eine Million zum Erhalt der öffentlichen Schulen oder eine halbe Million für beides. Radwege sind immer richtig und wichtig, haben aber mit dem Entfernungs- und Erreichbarkeitsproblem nichts zu tun, denn 6 Kilometer sind immer 6 Kilometer, egal ob ich sie mit dem Rad oder mit dem Bus fahre. Sehr geehrte Damen und Herren, ich schätze die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen, die in Schulen in freier Trägerschaft arbeiten. Genauso schätze ich aber die Arbeit der über 10.000 Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Und ich werde diesen Lehrerinnen und Lehrern niemals erklären, warum Schulen in freier Trägerschaft besser gestellt werden sollen als öffentliche Schulen. Der Antragstext lautet, ich zitiere, das Land trägt die Schulgeldkosten für eine Schule in freier Trägerschaft bis zu einer Höchstgrenze von 150 Euro pro Monat, wenn dadurch lange Wegezeiten zu einer staatlichen Schule vermieden werden können. Ende des Zitats. Ich bekäme in den kommenden 5 Jahren für meinen Sohn Schulgeld in Höhe von 9.000 Euro, wenn er eine Schule in freier Trägerschaft besuchen würde. Denn diese ist näher an unserem Wohnort als die staatliche, örtlich zuständige Schule, die er besucht. Dieses Geld will ich weder als Mutter haben, noch wollen wir es als Fraktion auszahlen. Wer sich dafür entscheidet, sein Kind an einer Schule in freier Trägerschaft unterrichten zu lassen, hat dafür seine Gründe und kann dies selbstverständlich tun, trägt dann aber auch die Verantwortung und die Kosten. Meine Fraktion möchte weder für das Schulgeld der Eltern aufkommen, deren Kinder freie Schulen besuchen, noch möchten wir die Schulentwicklung des Landes zerstören. Wir möchten eine kostenlose Schülerbeförderung für alle Schülerinnen und Schüler, deren Weg zur örtlich zuständigen öffentlichen Schule führt, unabhängig der bisherigen Kilometerbegrenzung. Wir möchten ein dichtes Schulnetz in allen Bereichen des Landes und wir möchten Schulstandorte erhalten. Da dies aber alles mit diesem Antrag nicht möglich ist, lehnen wir ihn ab.